Hi, ich bin Patrick von Pointer. Vor 5 Tagen hat der YouTuber Rezo ein Video mit dem Titel Die Zerstörung der CDU veröffentlicht, das inzwischen über 5 Millionen Mal angeklickt wurde. Ich stehe heute auf dem Campus der Uni Hamburg, um die Studierenden zu befragen, ob sie das Video gesehen haben, wie sie das Video fanden und wo sie sich über Politik informieren. Der YouTuber Rezo hat ein knapp einstündiges Video veröffentlicht, in dem er vor allem die Politik der CDU scharf kritisiert. Wie findest du das Video? Ich finde das Video zum Teil nicht gut gelungen, weil ich die Art von ihm nicht gut finde und auch die sehr ironische Art und Weise, über Politik zu reden, nicht sonderlich gelungen fand von ihm. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass er viele wichtige Punkte anspricht, viele interessante Punkte, die auch in der öffentlichen Debatte vielleicht nicht ganz aufgetaucht sind, wo eine gewisse Frustration man einfach auch bei vielen jungen Leuten jetzt einfach feststellen kann. Die Faktenlage stellt er häufig gut dar. In einigen Punkten greift er sich nur so die Fakten raus, die natürlich für seine Meinung passen. Aber insgesamt stellt er halt viele Punkte gut dar und ist ein guter Anschluss für eine Debatte, die wir halt führen müssen. An sich finde ich es erstmal gut, wenn YouTuber sich für politische Meinungsbildung einsetzen und auch versuchen, differenziert über verschiedene Themen aufzuklären. Das Video ist natürlich sehr, wie will man sagen, schon sehr gezielt Anti-CDU. Ich muss sagen, die Sachen, die er da anspricht, sind auch Dinge, die mich beschäftigen, die ich persönlich auch größtenteils unterstützenswert finde. Und an sich ist es für mich nichts anderes als ein normaler Kommentar in einer Zeitung, nur halt von einem YouTuber. Immer mehr YouTuber und Influencer äußern sich politisch. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Ich finde es zum einen Teil gut, weil man natürlich die junge Generation, sehr junge Leute auch dadurch sehr gut erreicht. Es sollte aber dennoch fundiert sein und der Wahrheit entsprechen. YouTuber müssen sich aber eben auch darüber im Klaren sein, was für eine Reichweite sie haben und dass jetzt vielleicht eine junge Generation anwächst, die vielleicht noch nicht immer klar zwischen Fakten und Meinung unterscheiden kann und dass sie dementsprechend auch diese junge Generation komplett sozialisiert in einer Art und Weise, wie sie es vielleicht gar nicht wollen, und dementsprechend müssen sie sich darüber im Klaren sein. Ich finde die Entwicklung sehr gut, weil ich es sehr gut finde, wenn natürlich der politische Diskurs auch an die jüngere Bevölkerung herangetragen wird, die ja so ein bisschen als unpolitisch gilt. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, gerade die Leute zu erreichen, die sozusagen sich sonst mit anderen Themen beschäftigen und nicht auf den klassischen politischen Seiten unterwegs sind oder sozusagen sich schon politisch interessieren. Und gerade über die sozialen Medien erreicht man ja dann gerade eine Zielgruppe, die vielleicht sonst vielleicht auch nicht gewählt hätte oder sich gar nicht damit beschäftigt hat. Und sowas regt halt auch immer zum Diskurs an. Also unabhängig davon, ob man jetzt die Meinung teilt oder nicht, es ist halt ein Diskurs, der angeregt wird. Die Leute reden drüber, die Kinder reden dann mit ihren Eltern drüber und dann wird mal wieder politisch diskutiert, und das finde ich super. Inwieweit eignen sich soziale Medien, um sich über Politik zu informieren? Ich persönlich würde es nicht machen. Ich informiere mich eher über Printmedien, Fernsehen. Deshalb, auch aufgrund vieler falscher Informationen würde ich eher davon abraten. Informationen über soziale Netzwerke ist immer kritisch, weil man da halt auch häufig in Filterblasen reinkommt. Wenn ich zum Beispiel bei Facebook mal ein Verschwörungsvideo oder so angeguckt habe, dann zeigt mir YouTube, Facebook natürlich auch immer nur Verschwörungstheorien an, weil sie wissen, okay, er interessiert sich dafür, also gebe ich ihm das, was er möchte. Und so kommt man schnell in Filterblasen rein und sieht dann auch nur seine Meinung, anstatt sich tatsächlich objektiv über ein Thema informieren zu können. Das heißt, viel wichtiger ist, dass wir uns nicht über soziale Medien informieren, sondern halt klassisch über Zeitungsportale beispielsweise und eben vertrauliche Quellen. Soziale Netzwerke sind keine Quelle für Informationen auf einer objektiven Basis. Natürlich ist Politik immer sehr umfangreich und die Themen sind sehr kontrovers, sehr divers. Deswegen sind ja auch so Dinge wie der Wahl-O-Mat immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, weil man natürlich mit Ja, Nein oder Neutral schwierig einen komplexen Sachverhalt wie zum Beispiel den Klimawandel oder Migrationspolitik darstellen kann. Ich glaube aber dennoch, dass es wichtig ist, einfach zum Diskurs aufzurufen und sozusagen in der Hoffnung, dass die Menschen sich dann weiterführend informieren. Wo informierst du dich über Parteien? Parteien,
ja, wie gesagt, also das Wissen, was ich darüber habe, kommt natürlich auch zum Teil aus den Vorlesungen, aber auch natürlich Zeitungen, Fernsehen und eigenes Interesse auch am Thema. In dem Parteiprogramm selber und ansonsten über die gängigen Zeitungen, also Spiegel, Zeit, FAZ, Süddeutsche, Economist, also möglichst viele breite Zeitungen, um da einen möglichst objektiven Eindruck zu bekommen. Ich gucke eigentlich fast täglich die Tagesschau, einfach um einen groben Überblick zu bekommen. Habe dann auf meinem Handy noch verschiedene Zeitungen, also als App. Genau, und dann wirklich politisch jetzt die Information läuft dann tatsächlich, dass ich Wahlprogramme lese. Also ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich von den meisten Parteien die Wahlprogramme lesen, aber gehöre ich, glaube ich, zur Minderheit. Nimmst du am Sonntag an der Europawahl teil? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ja, weil Europa für uns alle wichtig ist und wir ohne Europa nicht in dem Frieden und Wohlstand leben würden, in dem wir leben. Die Europawahl ist sehr wichtig, weil europäische Politik, wie ich im Studium gelernt habe, sehr wichtig für uns alle ist, für das Fortkommen der Europäischen Union und über sehr viele Sachen entscheidet, über die wir uns so im Alltag gar nicht im Klaren sind. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass die europäischen Bürger da ihren Teil beitragen. Ich glaube, dass in der globalisierten Welt, in den Fragen, die gerade aufkommen, sei es der Klimawandel, sei es die Migrationspolitik, sei es die Digitalisierung und so weiter und so fort, brauchen wir Europa, weil wir als Deutsche irgendwann auf der Weltbühne wahrscheinlich nicht mehr so eine große Rolle spielen werden und man gemeinsam einfach mehr schaffen kann. Und wenn man sich zum Beispiel den Klimawandel anguckt, dann weiß ja jeder, dass der nicht von Landesgrenzen Halt macht und deswegen, desto mehr Leute da an einem Strang ziehen, desto besser. Und deswegen ist Europa die Zukunft.